Ja, herzlich willkommen. Hallo, Hallo Frau Frau Eckloff-Böhme. Freut mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Hier in Hamburg, mitten in der Innenstadt sind wir. Unser Chancenbus ist dabei. Und mich freut es, dass Sie zu uns gekommen sind. Warum sind Sie denn überhaupt gekommen? Ja, vielen Dank, Frau Hinrichs. Ich finde das ganz toll, dass Sie nach Hamburg gekommen sind, dass wir mal die Gelegenheit haben, auch uns in Hamburg zu unterhalten. Es findet ja viel in Berlin statt, was so unsere Branche anbelangt. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass wir uns hier in Hamburg mal unterhalten können. Ja, wunderbar. Und Sie haben auch was mitgebracht. Da bin ich ja ganz gespannt. Das ist ein Bild. Ja, das ist ein Bild. Sieht ein bisschen kryptisch aus. Viele Zahlen. Sozusagen, das ist das Gründungsdatum unserer Firma. Damit verbinde ich viel Arbeit in den letzten Jahren. Ein bisschen Mut in die Selbstständigkeit. Und das hängt bei uns im Büro in der Küche. Das heißt, mit jedem Gang zum Kaffeeautomaten sozusagen erinnert mich das an den Weg, den wir seitdem zurückgelegt haben. Alle Ups und Downs, die man so auch in einer Start-up-Phase hat. Alle Irrwege, die man gegangen ist. Und motiviert mich eigentlich jedes Mal, jeden Tag von Neuem, das Beste draus zu machen und das Unternehmen weiter zu fördern. Ja, Frau Eckloff-Böhme, ich würde Sie ganz gerne erstmal fragen, was Sie genau machen, wer Sie sind und das Gründungsdatum Ihrer Firma haben wir schon gesehen in dem kleinen Bildchen, was Sie uns mitgebracht haben. Einfach mal zwei, drei Sätze zu Ihrer Person. Ja, Maren Eckloff-Böhme, ich bin Gründerin und CEO der Brightpoint-Gruppe. Wir haben in der Brightpoint-Gruppe eine KVG. Und ein Finanzdienstleistungsunternehmen, also zwei separate Geschäftsfelder, mit denen wir insbesondere im Servicebereich Serviceinfrastruktur für Investment, insbesondere die alternative Investmentklasse anbieten, auf einer, wie wir finden, sehr fancy Technologieplattform. Und das ermöglicht es uns eben auch, insbesondere solche Lösungen schnell, effizient und kostengünstig umzusetzen. Jetzt haben wir den Chancenbus mitgebracht, die Chancenmacher steht da ganz groß drauf. Was verbinden Sie denn, bezogen auch auf Ihre Company, mit dem Thema Chancen? Ja, also wir haben ja in den letzten Jahren relativ viele Sachen schon richtig gemacht in Deutschland. Wir haben jetzt eben insbesondere auch mit dem Fonds Standortgesetz eine riesige Chance in unserer Branche, endlich mal diesen Standortnachteil, den wir hier so haben in Deutschland, wettzumachen. Und insbesondere wir versuchen, wir haben einen Standort auch in Luxemburg, versuchen aber immer wieder die Infrastrukturlösungen auch in Deutschland zu etablieren. Wir haben ja in Deutschland gerade im Bereich Venture Capital und Private Equity immer noch relativ wenig, wirklich sehr überschaubare, vollregulierte KVGs. Die großen Häuser wandern dann irgendwie immer ab in die Offshore-Standorte, nach Luxemburg ab, dort aus diversen Gründen, Standortnachteil, den wir hier haben. Natürlich ist dort die Infrastruktur auch an Service-Providern und Beratern auch sehr viel umfassender, sehr viel ausgebildeter. Aber wir versuchen eben als Chance genau diese Brücke, das, was uns Luxemburg vormacht, eigentlich nach Deutschland zu transportieren. Das ist für uns Chance in diesem Bereich. Glauben Sie denn, dass das Ökosystem davon profitieren würde, wenn wir das auch hier komplett in Deutschland etablieren können? Jetzt müssen ja viele Fonds ins Ausland gehen, strukturieren sich dort. Luxemburg ist ein Standort, aber es gibt eigentlich fast alle Nachbarländer in Europa, die zum Beispiel die Umsatzsteuer nicht erheben oder viel bessere Rahmenbedingungen haben. Also glauben Sie, dass man dann auch die Fonds gewinnen könnte, dass sie dann auch nach Deutschland kommen? Ja, absolut, das denke ich schon. Denn am Ende des Tages, wenn Sie nach Luxemburg gehen, haben einen deutschen Standort eigentlich. Ja? Dann arbeiten Sie immer mit diesem Advisor-Modell. So. Und das ist immer irgendwie eine Brücke, die man in den letzten Jahren, die sich etabliert hat. Ich glaube schon, dass wir große Fonds auch die Fonds, insbesondere die,
sag mal, Venture Capital Fonds, diejenigen, die so an die Schwelle dieses Volumens von 500 Millionen Euro kommen, dass wir die auch durchaus mit guten Strukturen in Deutschland halten können. Was natürlich fehlt, wo Luxemburg oder andere Standorte sehr viel weiter sind, es fehlt an Talenten in der Branche. Das ist immer noch sehr überschaubar. Wir stellen das gerade, ich sag mal, im Servicebereich, im Back- und Middle-Office-Bereich, stellt man das immer wieder vor. Es gibt dann immer wieder so ein Karussell an sich drehenden CFOs innerhalb der Branche. Und das haben andere Standorte schon sehr viel besser etabliert. Da sind, ich sag mal, mehr Talente, ein größerer Talentepool, aus dem man schöpfen kann. Auch was Frauen anbelangt, wenn Sie nach Frankreich gucken oder auch nach Luxemburg gucken, wir haben hier in den deutschen Vorständen der Private Equity und Venture Capital Szene doch sehr überschaubar bis gar keine Frauenpräsenz. Mhm. Ja. Wenn man nochmal auf die aktuelle Pandemie guckt, Corona, da ist ja eine Diskussion in Gang gekommen, ob Startups, die zum Beispiel sich etablieren jetzt bei den Impfstoffen und so weiter, ob man verhindern kann, dass die eigentlich ins Ausland abverkauft werden. Ja. Wir erleben das ja gerade ganz aktuell, dieses Impfdrama, und dass möglicherweise Länder, die mehr Geld für den Impfstoff bezahlt haben, jetzt im Vorrang sind. Und wenn das eben in Deutschland produziert und auch groß verteilt wird und auch vielleicht hier geblieben wäre, dann hätte man mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Das ist ja das große Thema. Wie schaffen wir es, mehr Geld in die Hand zu nehmen? Glauben Sie, dass man bei einem Standortvorteil, bei größeren Fonds, solche Dinge auch dann nationaler regeln kann? Das glaube ich schon. Am Ende des Tages haben wir ja, ich sag mal, so eine Negativschleife, die müssen wir ins Positive drehen. Also große Fonds mit großen Volumina ist ein Aspekt, ja, dann werden die Runden größer. Wir sehen das ja in der Tat immer noch, wir haben sehr viel getan im Inkubation, im Frühphasenbereich, im Startup-Bereich in den letzten Jahren. Was aber tatsächlich fehlt, sind die Wachstumsanschlussfinanzierung, sag mal, die vielleicht ab der Runde B typischerweise beginnen. Da sehen wir ja doch viele Firmen, die dann die Tendenz haben, aufgrund besserer Bewertung, die sie im Ausland bekommen, oder einfach auch ein ausländischer Markt, der adressiert wird natürlich, aber dass sie aus Deutschland heraus Standorte abwandern, in internationale Standorte abwandern. Ja. Und mit mehr Wachstumskapital in Deutschland, in der wichtigen Wachstumsphase, also Anschlusskapital für die wichtige Wachstumsphase, denke ich schon, können wir eine positive Spirale in Gang setzen. Wir haben größere Finanzierungsrunden, wir haben mehr Leuchtturmfirmen, die sich dadurch vielleicht entwickeln können, wenn sie eben in Deutschland für Geschäftsmodelle auch annähernd so viel Geld zusammensammeln können, wie sie das vielleicht in Amerika machen können. Ja? Sie haben die Firmen in Amerika oder international, haben einfach eine sehr viel bessere Eigenkapitalausstattung und können sehr viel mehr aus den Vollen schöpfen. Wenn wir das schaffen, in Deutschland die Finanzierungsgrößen insgesamt zu vergrößern, dann sind wir auf einem guten Weg. Letzte Frage, vielleicht kurze Antwort. Wenn Sie so ein bisschen auf Ihren eigenen Lebenslauf gucken und benennen müssten, was so Ihre persönlich größte Chance im Leben war, was würden Sie sagen? Ich kann sagen, was ich als Chance verpasst habe, persönlich, ja, sozusagen. Also im persönlichen Bereich habe ich eine Chance verpasst, die ich in der Tat bedauere. Auf der einen Seite, hatte mir immer vorgenommen, bevor mein größtes Kind in die Schule kommt, die älteste Tochter in die Schule kommt, die Familie ein halbes Jahr mit dem Camper durch Neuseeland zu schiffen. Und das habe ich leider verpasst. Da kam uns die Firmengründung dazwischen, sozusagen. Aber das war natürlich die größte Chance, die ich da ergriffen hatte. Das habe ich lange mit mir gerungen. Mache ich das? Gehe ich den Weg? Also das Gründen der Firma? Das Gründen der Firma selber, ja. Ich war in einem etablierten Fondshaus tätig und habe mich, weil ich eine Chance gesehen habe in Deutschland, die Regulierung, die europäische Regulierung gebracht hat, habe ich tatsächlich eine Chance gesehen, in diesem Servicebereich der Fundadministration, der Fundmanagement Services, durch höhere Regulierungsaufwand, den sie haben,
tatsächlich dort ein Geschäftsfeld zu besetzen. Und die Chance ist auch aufgegangen. Ja. Und nach Neuseeland, das ist Corona-frei. Und wenn die Pandemie hier noch weitergeht, können Sie vielleicht trotzdem mit dem Camper fahren, wenn die digitale Bildung gut genug vorangetrieben wird. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und 6 Wochen sind besser als gar nichts, wenn man jetzt mal das auf die Sommerferien bezieht. Ja, oder länger, weil man ja sowieso im Homeschooling ist. Also das wäre doch noch eine Chance vielleicht. Ja, vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind, auch wenn es ein bisschen kalt ist. Man sieht das im Bild vielleicht nicht so, aber es ist doch ordentlich windig. Und ich denke, vielleicht kommen wir im Sommer nochmal wieder. Ja, super, ich würde mich freuen. Vielen Dank. Dankeschön.